Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Shakes & Fidget. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ganze kleine Produktplatzierung, wisst ihr ja, wir spielen ja Shakes & Fidget schon ewig. Unten in der Videobeschreibung ist die Steam-Verlinkung direkt. Das ist die Remastered-Version, könnt ihr euch das kostenlos herunterladen. Ja, ich bin aktuell auf Welt International 37 unterwegs, habe aber auch mehrere Accounts, muss ich dazu sagen. Und ja, um was geht es heute? Es geht heute um ein bisschen Information, warte mal, 5-mal einen Dungeon-Kampf versuchen. Naja, ich will es mal so sagen, versuchen können wir es ja. Aber da werden wir noch nichts reißen. Aber es fehlt halt auch nicht mehr so viel. So, wir haben aber erstmal Erfahrungspunkte abgestaubt. Fakt ist eins, was ich euch ganz gerne erzählen würde heute, ist ein paar Informationen, beziehungsweise auch unsere Pläne zu der Geschichte Schwatzingen. Schwatzingen, einmal, was kommt jetzt für eine Map-Version? Es wird zwei neue Map-Versionen geben. Das möchte ich euch einfach an der Stelle schon mal sagen. Und zwar wird die erste Map-Version eine V3.2 sein. Wir sind aktuell bei einer V3.1. Die 3.1 war ja so eine Fehlerbehebung mit den Bäumen, was damals war. Fakt ist eins, jetzt ist es so, dass es eine V3.2 gibt. So rum. Genau, V3.2. Wir müssen mal schauen, wie wir das machen mit dieser Map-Version. Das ist noch nicht ganz raus, ob die jetzt zu 100% gleich für euch zur Verfügung stehen wird. Wir hoffen es aber, das ist auf jeden Fall unser Plan. Warte mal, Schaden, Stärke. Verlieren überall Int. Eine neue Waffe braucht man wirklich mal. Plus Int, minus Glück. Der ist auf jeden Fall schon mal um einiges besser. Boah, der ist ja im Schaden noch viel heftiger. Der ist perfekt. Der ist perfekt für uns. Stärke brauchen wir nämlich nicht. So, was ich sage, können wir doch nochmal ins Dungeon. Was ich sagen wollte ist, auf der 3.2 wird es einen kleinen neuen Bereich geben, der neu erschlossen wird. Es sind ein paar Fehler behoben worden. Es sind nicht nur ein paar Fehler behoben worden. Die Map ist auch drastisch verkleinert wurden. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, es ist so, dass die Map fast 1 Gigabyte groß war. Also circa 1 Gigabyte, knapp unter 1 Gigabyte. Anfangs war sie über 1 Gigabyte. Da gab es die Probleme mit Uploaded. Dann ist sie verkleinert worden auf unter 1 Gigabyte. Dann gab es keine Probleme mehr mit Uploaded, weil da nur 1 Gigabyte Dateigröße sein darf, glaube ich. Und was haben wir jetzt aber gemacht? Wir haben die Map hergenommen und haben da nochmal durchgeschaut und haben einige eingebaute Sachen rausgenommen. Wir haben die wieder rausgenommen und haben die quasi als extra Mod. Also das heißt, ihr müsst euch zusätzliche Mods runterladen. Aber das ist kein Problem. Die verlinken wir euch natürlich alle mit. Das ist natürlich normal. Ja, die bekommt ihr dann alle verlinkt von uns. Und dann braucht ihr euch die nur zusätzlich runterladen, in den Mod-Otter schmeißen. Und dann geht es quasi auch schon direkt los. Das ist erstmal so der Plan. Aktuell ist das Ziel, die Map unter 500 MB zu bekommen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ich vermute, dass die Map ungefähr sowas um die 400 bis 450 MB sein groß sein wird. So, das ist auf jeden Fall erstmal unser erstes Ziel. Das heißt, wenn es eine neue Version gibt, braucht ihr euch nicht immer das 1 Gigabyte neu runterladen, sondern ihr braucht euch eben nur die 400-500 MB runterladen und braucht quasi einfach nur die Map austauschen. Diese anderen Mods könnt ihr dann alle behalten, logischerweise. Darum geht es uns einfach. Das war uns ein wichtiges Anliegen, einmal. Zweimal, wie gesagt, ist ein komplett neuer Komplex dort entstanden. Es hat natürlich was mit dem Gebäude zu tun, es hat natürlich was mit dieser Baustelle jetzt zu tun. Da kann ich euch nur empfehlen, heute Abend die Folge Schwatzing zu schauen. Und es sind auch so ein paar andere Sachen, aber da kommt eine Liste, was alles gemacht wurde. Es wurden ein paar Bäume entfernt zwischen den Feldern. Es wurden ein paar Kleinigkeiten eben noch erledigt. So, das erstmal zum Thema. Dann, meine lieben Freunde, geht es um die Schwatzing V4. Da möchte ich euch einfach heute in dem Video auch noch ein paar Sachen erzählen, was so auf dem Plan steht für die V4. Wir werden die V4, sobald die V3.2 veröffentlicht ist, und ich kann euch sagen, am Freitag im Livestream wird es dazu was ja, sehr, sehr Schönes geben. Da wird das Ganze nämlich veröffentlicht und eingeweiht, die 3.2.
Und dann werden wir auch direkt schon am Bau der V4 sein. Wie soll ich es euch sagen? Wir müssen mal schauen, wie das dann alles wird. Aber wir haben viel geplant. Wir haben natürlich auch viel gefragt. Also wir haben euch gefragt, ich hatte in einer Community-Umfrage eben gesagt, wie sind eure Ideen und so weiter. Auf der V4 wird das mit den Produktionen sich etwas erweitern. Aber es wird Produktionskomplexe geben. Das ist der Plan. Das heißt, es wird nicht da eine Produktion stehen, da eine Produktion stehen, da eine Produktion stehen, da eine Produktion stehen. Sondern es wird Komplexe, es soll Produktionskomplexe geben, die sich auf ein bestimmtes, zum Beispiel die Milchbauern, ne, die, alles was jetzt, sag ich mal, Milch zu tun hat, mit Kühen zu tun hat, das wird sich alles in einem Komplex quasi aufhalten. Ne? Das wird nicht quer auf der Karte verteilt sein. Kamera? So, das wird nicht quer auf der Karte verteilt sein. Das ist erstmal ein was. Also das nur mal, dann mit Fleisch wird es was geben. Das wird auch ein Komplex werden. Und so weiter. Wartet es da mal ab. Das haben wir auf jeden Fall als hohe Priorität stehen. Und da ist auch die Freigabe erteilt. Wir haben hier so ein Dokument, so eine Liste, eine Modding-Liste. Da steht immer da Status, also Freigabe erteilt, abgelehnt oder nicht. Und welche Priorität? Leicht und normal und hoch. Hohe Priorität, Freigabe erteilt. Ein zentrales Winterdienstzentrum. Ja, wir spielen aktuell die Season. Das wollen wir auch beibehalten. Wir wollen einfach den richtigen Rhythmus finden für unsere Season. Jetzt aktuell sind wir auf 3 Tage und pro Jahreszeit. Und da wollen wir einfach mal schauen, ob das eventuell passt. So, deswegen brauchen wir ein Winterdienstzentrum. Schauen wir mal. Hat auf jeden Fall auch die Priorität hoch. Ein ganz großer Punkt. Ein ganz großer Punkt, der mir auch extrem am Herzen liegt. Mehr Details auf der Karte. Die Karte soll viel detaillierter werden. Die Karte soll viel, 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 viel detaillierter werden. Die soll einfach ausgeschmückt werden. Die soll mehr Deko erhalten. Die soll schöner werden und so weiter und so fort. Das ist auch eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, die uns am Herzen liegt. Da haben wir jemand an der Hand, der uns da sehr tatkräftig unterstützen möchte. Und da sind wir sehr guter Dinge, weil da gibt es extrem gute Resonanzen, was schon veröffentlicht wurde. Und deswegen hoffen wir, dass die Karte um einiges detaillierter wird in der V4. Das ist eine Sache, die ich aus Ultra hoch eingestuft habe. Ein Hof für das Abschleppunternehmen. Wurde auch sehr, sehr oft von euch gewünscht. Ist auch eine Sache, an die wir auf jeden Fall, an der wir arbeiten werden und was wir euch jetzt schon mal sagen können, was definitiv mit integriert werden soll. Kann euch nur mal sagen, zum Beispiel, was wir als niedrig eingestuft haben. Wir haben da die Freigabe erteilt, eine begehbare Kneipe. Da haben wir die Freigabe erteilt, aber wir haben es als niedrig eingestuft. Das ist was, das müssen wir komplett selber bauen. Wir müssen eine Kneipe in dem Sinne selber bauen, also dieses Objekt, und müssen es dann begehbar machen und alles. Und das ist natürlich eine Sache, die sehr zeitaufwendig ist und das wirklich hinten dran. Wenn die Zeit da noch ist, dann wird das mal noch eingebaut oder beziehungsweise dann werden wir das machen. Vielleicht kommt es mal in der 4.1 oder so dann oder 4.2. Wir würden sehr, sehr gerne zum Beispiel die Straßen verbessern. Uns gefallen die Straßen in Schwarzing auch nicht wirklich. Die haben so ein bisschen Ecken, ein bisschen Kanten. Das würden wir ganz gerne alles ausmerzen. Da haben wir von der Priorität leider nur auf normal, weil wir da abwägen müssen, das ist ein enorm hoher Zeitaufwand. Enorm hoher Zeitaufwand. Das ist einfach so nochmal die Sache. Blitzer. Blitzer haben wir auf jeden Fall, werden wir dran denken. Das würden wir auch sehr, sehr gerne mit einbauen. Straßenschilder haben wir auch als Freigabe hoch oder Status Priorität hoch. Straßenschilder werden sehr wichtig sein. Wenn wir Blitze haben, brauchen wir Straßenschilder, ist ganz klar. Ein Wohnhaus am Landhandel. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die haben wir erstmal nur als normal eingestuft. Wir müssen halt einfach mal schauen, wie sich das mit dem Landhandel an dieser Position weiterentwickelt, denn tatsächlich ist dieser Standort nicht der optimale. Er ist zwar relativ zentral, das ist alles schön und gut, aber es ist nicht optimal. Er ist nicht der perfekte Standort für den Landhandel.
Und wir wollen einfach mal schauen, ob wir da vielleicht sogar umziehen werden. Man weiß es nicht. In diesem Sinne, lasst euch da einfach mal überraschen. Was haben wir sonst noch? Ja. Wir haben einfach eine Preisanzeige für die Tankstelle zum Beispiel. Ist auch eine Sache. Was eine super geile Sache wäre, könnte man definitiv mit einbauen. Ja, das wäre auch noch so ein Ding, was definitiv kommen könnte. Was echt schön wäre. Na gut, aber passt auf, Leute. Ich habe noch ganz, ganz viele Punkte stehen. Ich will euch aber jetzt auch nicht alle verraten. Soll ja auch ein bisschen Überraschung dabei sein. Fakt ist eins, am Freitag kommt die V3-2 raus mit... Da werden wir euch auch vorstellen, was da alles auf der V3-2 ist und so weiter und so fort. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr am Freitag natürlich im Livestream dabei seid. Schaut unbedingt heute Abend die Folge, da wird auch schon viel erklärt und viele Fragen, denke ich, behoben. Und ja, damit bin ich erstmal raus. Vielen, vielen Dank. Schaut unbedingt bei Shakes and Fidget dabei. Das ist ein Game, was echt Spaß macht, was Laune macht. Jetzt klatsche ich dir noch so einen Boss um Wetten. Ja, ist kein Problem, ist kein Problem. Pass auf, jetzt gibt es hier richtig nochmal Backenpfeile. Bitte, was habe ich gesagt? Bitte? Wer hat an mir gezweifelt? Aber wisst ihr was, habe ich kein Problem. Der nächste geht auch. Ja, moin. Hallo. Ich bin's, der Neue. Okay, jetzt verabschiede ich mich aber erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Ich bin erstmal raus. Bis dahin, euer Manus. Ciao.